Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Temesia. Ich habe mich doch dazu entschieden, die Platin zu machen. Allerdings nur, weil ein Zuschauer von mir, mein Mod, der Rolf, der Platin schon sehr nahe ist und mir hier ein bisschen helfen kann. Ich habe gerade schon die Trophäe gemacht für Ist das Alchemie? Und dafür musste man hier einen bestimmten Trank herstellen, also ein bestimmtes Trankrezept. Oregano, Fenchel und Nelke. Das ist anscheinend irgendein Rezept. Ich weiß auch nicht, wo man die Rezepte sieht. Aber damit habe ich jetzt die Trophäe bekommen. Und jetzt geht es darum, alle Zutaten zu finden. Und mir fehlt noch Rosmarin. Und das finde ich im Bäumemeer Nebenquest 1. Da werde ich jetzt mal reingehen, alles absuchen und Rosmarin finden. Dann habe ich das, die Trophäe auch schon mal. Und ich werde alle Fässer, die ich sehe, kaputt machen. Weil Fässer kaputt machen gibt auch eine Trophäe. Wie heile ich mich nochmal? Auf Viereck? Wie heile ich mich nochmal? Wie heile ich mich nochmal? Auf was heile ich mich? Auf Dreieck? Wie heile ich mich? Skill noch am besten glückvoll. Der ein mit den Schachnaumrücken, das ist hier mit dem Messer. Pfeiltaste unten. Ah, danke. Also, warte. Okay. Das bekommst du von der einen mit den Stacheln auf dem Rücken. Das ist die mit dem Messer. Skille noch am besten glückvoll. Ah, das ist also die hier. Krieg ich das von der hier? Okay, ich soll aber Glück, wie rennt man nochmal? Ah ja, hier. Okay, ich verstehe. Ich soll Glück voll skillen. Meinst du bei dem Talentbaum? Die hier? Scheiße. Muss ich ja zurücksetzen, ne? Ich habe 8 nicht zugewiesene Talentpunkte?
Okay, Glück ist oben. Jetzt müssen wir die eine. Jetzt müssen wir die suchen mit den Dornen auf dem Rücken und Fässer kaputt machen. Dornen auf dem Rücken. Gibt es hier eine bestimmte, die du immer abgefarmt hast? Die, ne? Moin, Taneko, mein Bester. Das Ding, oder? Das ist es doch. Ja, die gibt es aber nicht die. Wie nicht die? Nelke, fuck. Okay, wo ist denn die erste? Die? Die, okay. Bist du hier, soll ich weitergehen oder soll ich die respawnen? Respawn besser, oder? Weitergehen? Okay. Ah, hier ist nochmal ein Thron. Hier respawn. Zurück. Okay, sehr gut. Verstanden. Komm, Knoblauch, Knoblauch, nee, Rosmarin, Rosmarin. Kein Rosmarin, frech. Hat das Spiel nach 2,5 Stunden abgebrochen? Wieso? So ist die Taktik, oder? Immer hin und zurück, hin und zurück. Fand es nicht so gut? Okay. Das dachte ich mir. Wenn du es nach 2,5 Stunden auch abgebrochen hast. Ah, Messer. Dauert etwas. Scheiße. Aber geh mal weiter, wie weiter? Das ist doch hier voll die gute Taktik. Mach mal, okay, ich mache hier eben ein, den Dings hier und dann gehe ich weiter. Mann, wieso bin ich immer gestunt und die nicht?
Gib her, gib her, gib her. Gibt's nicht. Ach. Genau da ist auch eine, die gibt's, die ist besser. Okay. Gar nichts. Nelke. Scheiße, genau das brauche ich nicht. Komm, gib, gib, gib. Ja. Oh, Messer. Gar nichts. So kriegt man auf jeden Fall auch gut Seelen. Bin schon bei 11.000. Ein paar Level brauche ich auch noch. Max Level ist 50. 12 Level also noch. Ja? Rosmarin, da hab ich's. So. Was fehlt jetzt noch? Tränke. Was fehlt jetzt noch? Rosmarin habe ich. Ich habe Salbei, Fenchel und Rosmarin, Thymian, Minze, Nelke, schwarzer Pfeffer. Okay, wahrscheinlich gibt es in jedem drei Salbei, Fenchel, Rosmarin, Thymian, Minze, noch irgendwas, Nelke, schwarzer Pfeffer, noch irgendwas. Kann das sein? Ach, Stärke auch noch. Knoblauch, Zimt, Basilikum. Ah, habe ich ja. Drei Stück.
Habe ich dann, was fehlt dann noch, Rolf? Salbei, Fenchel, Rosmarin, Thymian, Minze, irgendwas? Lavendel. Okay, wo finden wir Lavendel? Da habe ich keinen Plan. Ach, kann man das auch nicht googeln? Lavendel, Thymesia. Where to find clove, Lavendel, Lavender and Black Pepper, Location Thymesia. So easy. Lavender, head to the Royal Gardens. Royal Gardens for enemies wielding swords and shields, as well as a mini-boss using a spear to farm Lavender. Okay, machen wir. Schaut mit Rosmarin. Okay. Moin Klempner, mein Bester. Du hast kein Internet, habe ich gesehen, ne? Royal Gardens and find enemies wielding swords and shields. As well as a Miniboss using a Spear to farm Lavender. Ich will einfach mal ganz normal Königlicher Garten starten. Schwert und Schild und Speer. Bist du? Hast du Schwertschild oder was hast du? Ja, du hast Schwertschild. Na, schade. Ich glaube, ich würde die hier einfach immer. Ja, eine Woche kein Internet und kein Kabel von krass. Du suchst immer noch Knoblauch, den habe ich ja. Den Knoblauch habe ich, warum auch immer. Alles klar, bis gleich.
Na komm, komm, komm. Gar nichts. Man weiß das halt auch nie sicher, ob die das geben, ne? Ist halt immer auch nur so eine vage Vermutung. Schild. Enemies mit Swords and Shields. Ja, das sollte eigentlich der richtige sein. Du weißt halt nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ne? Wenn nur 1% ist die Wahrscheinlichkeit, dann dauert das natürlich ein bisschen was. Lavender. Ja, Lavender. Kennst du dich aus, Klempner? Muss ja eben die Katze reinlassen. Wie sie dann da dumm liegt und mich anguckt. Wie? Tür auf? Katzenterror, ja, aber wie, ja. Wird aktuell wieder ein bisschen schlimmer mit der. Neugierig, okay. Der Gegner soll angeblich Lavender geben. Schild. Also glaube ich, dass der. Da steht halt nur Gegner mit Schwert und Schild. Oder Miniboss mit einem Speer. Ich glaube, der Miniboss mit Speer ist ganz am Ende des Levels. Wenn ich mich nicht täusche. Nimm ihn weg. Oh, ich dachte schon. Mann, komm schon. Es ist aber nichts dagegen zu der Platin in Demon's Souls. In Demon's Souls gibt es ein Skelett, was zu einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit, unter 1%, glaube ich, einen Scharfstein fallen lässt. Und den musst du dann eintauschen gegen einen Ring bei der Krähe. Kann ich vorstellen, dass das hier auch so krass ist. Das ist echt eine asoziale Trophäe auch. Bei Demon's Souls alle Ringe. Gerade deswegen.
der Bogenschützen wieder. Keine Ahnung. Oh, guck mal, da wurde was fallen gelassen. Bogen. Alter, was ist los? Ach komm schon. Lassen gar nichts verfallen irgendwie. Nein, Mimi. Was ist los mit dem Game? Schild. Ach komm schon. Ein bisschen eingerostet. Ich habe eine PS5, Alter. Was mit dem Spiel passiert? Habt ihr auch diese Mini-Lags oder bin das nur ich? Ach man, ich gehe jetzt mal weiter. Vielleicht finde ich ja noch so einen anderen Dude mit einem Speer. Du, ne? Nee, du hast keinen Speer. Thank you.
Basilikum, okay. Ja, der ist es nicht. Müsste einer sein mit einem Speer. Alter, was ist los mit dem Game? Der lässt auch noch irgendwas fallen, was man braucht. Blutschwert. Vielleicht? Ne, ist wieder so ein ganz normaler Dude. Aha, aha. Schild. Ah, das, also, was sind das denn für Lags? Das leckt tatsächlich zwischendurch, ne? Ja, bei mir auch. Was ist das? Also auf jeden Fall nicht die Verbindung. Es ist das Game. Also die PlayStation. Keine Ahnung, was da los ist. So, jetzt ist die Frage, wo ist endlich mal einer mit einem... Der. Du hast einen Speer. Ja, das ist er. Den muss ich bestimmt farmen. Bestimmt gibt der mir jetzt direkt Lavender. Lavendel. Direkt Lavendel bekommen. Es war klar. Also den Typ hier, Rolf. Wo bist du? Rolf? Okay, wir können es ihm mal sagen. Ganz normal hier hin und dann zum ersten Stuhl und dann den Typ mit dem Speer. Stufe. Ja, er ist kurz AFK, ich weiß vielleicht. Ich habe gedacht, vielleicht ist er schon wieder da. Okay, das haben wir auch. Easy. Jetzt gucken wir mal das nächste. Das mit den Fässern muss ich auf jeden Fall noch machen. Gucken wir mal, was ist denn noch so? Was können wir denn noch schnell machen? 9, 8 Stück fehlen. Sammle alle Trankrezepte. Okay, alle Trankrezepte. Ich google nochmal ganz schnell, Leute. Team.
all receipts. Was stand da? Muss ich die Dinger finden oder einfach einmal einwählen quasi? Sammle alle Trankrezepte. Es gibt nämlich einige. Ich glaube, ich muss die Dinger nur einmal machen. Ich muss nicht die Rezepte finden, oder? Ich kann die Rezepte selber erstellen. Okay. Ich würde jetzt einfach mal alle eingeben. Das könnt ihr ja zu Hause natürlich auch nachmachen. Trank herstellen. So. Jetzt ist das natürlich auf Englisch. Was heißt denn Sage? Das Salbei? Ich übersetze mir jetzt einfach. Sage ist Salbei. Ja, also Salbei. Rosmarin. Hallo? Jemand zu Hause? Thymian. Warum antworten Sie denn nicht? Ist eins. So. Jasmin, danke dir für dein Raid. Ich hoffe, du hattest zwar ganz viel Spaß bei Dreamlight Valley. Kann mal jemand ein Shoutout machen? Minze. Rosmarin. Rosmarin. Thymian. Thymian. Ist eins. Garlic ist Knoblauch, Knoblauch, schwarzer Pfeffer und Basilikum. Da ist auch eins. Oregano, Fenchel. Und Minze. Ist auch eins. Moin Biggie, mein Bester. So, Minze. Gar nichts mit Zimt bisher. Minze. Zimt, das heißt gerade. Und schwarzer Pfeffer. Ist eins. Schwitzen, Rezeptur schwitzen. Steht da unten auch immer. Drei kommen noch. Clove. Was ist denn Clove? Clove. Nelke. Nelke. Oregano. Und Fenchel. Guck mal, da steht dann auch direkt die Rezeptur. Wieder Clove, das war, ich hab's wieder vergessen. Hab's wieder vergessen. Nelke. Nelke. Rosmarin. Lavendel. Schmerzlinderung. Und Minze.
Schwarzer Pfeffer und Lavendel. Pestarzt! Also man muss die Dinger nicht finden, man muss die einfach nur einmal eingeben. Könnt ihr alle nachmachen. Wieder gut vorangekommen, das freut mich. Okay. Nochmal vielen Dank für den Raid. Raiden immer wichtig. So, sieben noch. Sammle sämtliche Chroniken. Sammle alle Storyteile. Beschaffe alle Einträge in der Sammlung. Einen Boss ohne Tränke einzusetzen. Ja, das wird schwierig. Das wird schwierig. Das ist die Sache ist, ich weiß halt nicht, was habe ich schon und was habe ich nicht. Wie kriegen wir das denn raus? Kann man die vielleicht irgendwo einsehen? Das wäre natürlich ganz gut. Sammlung. Chronik. Ach, guck mal hier. Steht doch, was mir fehlt. Story. Da steht doch genau, was noch fehlt. Das ist doch perfekt. Hier sind die Rezepturen und die Zutaten. Okay, perfekt. Hier kann man das nachgucken. Tutorial habe ich alles. So, Chronik. Ich würde dann anfangen mit Story. Notiz eines Königsgardisten. Hermes bei mir 1, 2. Über das Leben in Hermes Not. Ich sage es euch, das ist jetzt schwierig. Das ist ja hier auch auf Englisch. Vielleicht kriege ich es auch auf Deutsch. Rezepte. Sammle sämtliche Chroniken. Sammle alle Storyteile. Ja, haben wir es doch. Ach, gibt es nur ein Video, das ist wieder schlecht. Ach, Scheiße, man kann Sachen verkacken. Das ist schlecht. Papier am Boden. Ich weiß auch nicht, wie das hier sortiert ist. Papier am Boden 1, Papier am Boden 1. Okay, Tagebuch eines Bewohners habe ich. Papier am Boden 2, Tagebuch eines anonymen Soldaten. Verordnung kommt als nächstes. Und das findet man in der Hermes-Festung. Scheiße. Okay, dann mache ich das auf jeden Fall. Das mache ich nicht im Stream. Das ist, da muss ich mir ein Video zu angucken. Das können wir nicht im Stream machen. Aber wir können Vargs ersten Gesundheitsbalken im Tutorial machen. Das kann man machen. Ein bisschen Zeit ist noch.
Ein Versuch. Wieso macht der direkt Spiel fortsetzen? Ach scheiße, das geht ja gar nicht, weil wenn ich sterbe, komme ich ja hier zum Hügel. Das heißt, man muss immer wieder das Tutorial machen. Ich guck gerade mal kurz in ein Video rein. Ja, man muss halt perfekt ausweichen, ne? Also perfekt kontern. Was, das geht bei dem relativ gut. Aber man muss nicht die Seuchenwaffe machen, man muss ja nur. Oder? Nee, Hallo. doch, muss man. Moin, Amarelli, na, wie geht's dir? Geht's dir gut? Oh Gott, das wird so scheiße. Mir geht's auch gut, ich habe ein bisschen niedrigen Blutdruck irgendwie. Mann, der geht immer auf Fortsetzen. Ich krieg die Kotze. Ja, das wird schwierig, ich sage es euch. Ich bin ja eh nicht so ein guter Spieler. Ich werde es einmal versuchen jetzt nochmal. Vielleicht kann ich im Tutorial auch durchrennen. Ja, man muss das komplette erste Ding kaputt machen. Und dann killt er einen so oder so. Das wird ja witzig. Das wird witzig, ich sag's euch. Das wird ganz witzig. Aber ich werde mal versuchen, ob ich durchrennen kann. Ich werde mal versuchen, ob man einfach durchrennen kann. Weil das macht ja keinen Sinn, die alle nochmal killen. Das ist ja total belastend. Vielleicht kann man einfach durchrennen. Rolf ist gerade nicht da, der könnte mir natürlich helfen, was das angeht. Der hat das 15 Mal gemacht. Der ist 15 Mal hier durchgerannt. Schlüssel zum Plaza benötigt. Okay, wo kriege ich den Schlüssel? Ich muss mir jetzt direkt ne, weil ich werde das nicht alles easy peasy hinkriegen. Ich muss mir hier jetzt eine. Eine Strategie zurechtlegen. Rolf, ich habe Lavendel gefunden. Und jetzt versuche ich gerade die Trophäe mit. Ah, hier. Ist das der Schlüssel? Nein. Wo ist der Schlüssel zum Plaza? Schlüssel zum Plaza, perfekt, okay. Jetzt werde ich versuchen, Urd zu killen. Das wird ganz fies. Ja, ja, lass mich weg, geh weg. Ich hoffe, man kann einfach durchrennen, weil ich habe gar keinen Bock, das Tutorial 10-mal zu machen. Hier ist ein Stuhl, okay. Das ist schon mal gut. Das heißt, ein Gegner killen, durchrennen. Ja, Bark, meine ich doch. Muss nur zwei Gegner besiegen.
Muss ich den hier besiegen? Sieht nämlich fast so aus. Ja. Den muss ich besiegen, ne? Boah, das ist ja ekelhaft. Das wird gar keinen Spaß, Leute, das sage ich euch. Aber gar keinen Spaß wird das. Weil ich so darauf trainiert bin, meine Attacken zu haben. Das ist so scheiße, Mann. Der kann nur dieses lange ausholen. Das ist ekelhaft. Ich hasse es. Macht viel zu wenig Schaden, das Antippen. Ich verkacke schon bei dem Gegner hier. Wie soll das denn bei Vark werden? Wie soll das bei Vark werden? Das ist ein Tutorial hier. Ich verstehe das nicht. Der langen Kralle? Verstehe nicht. Ich habe jetzt auch schon wieder nichts zu heilen. Du musst den perfekt machen. Und du hast nur eine fucking... Du hast nur einen scheiß Versuch. Ja, du hast nur einen Versuch. Wenn du verlierst, hast du verloren. Yeah.
jetzt habe ich verkackt, ne? Das war's. Das war ein Versuch. Das war ein fucking Versuch. Die Frage, welche Olle musste ich besiegen? Den nicht. Muss auf jeden Fall eine Frau besiegen. Ich glaube, die ganz vorne, oder? Oh, du. Nein, du warst es nicht. Dann da vorne. Die, ne? Ja, perfekt. Das ist halt so asozial, dass du das ganze Tutorial nochmal spielen musst. Also ich finde das zumindest asozial. Und jetzt muss ich den Spacken hier nochmal besiegen. Ah, ich dachte, der kommt wieder hier, deswegen habe ich mich eben nicht geheilt. Das ist ein Versuch. Und das ist nicht mal einfach. Tschüss, Jasmin. Nur parieren und Kralle?
Am besten wäre ja, wenn ich den Boss auch schaffen würde, ohne mich zu heilen, dann kriege ich nämlich zwei Trophäen auf einmal. Aber da sehe ich mich nicht. Machst du das mit den Federn? Wie mit den Federn? Und wenn dann nur, dann, wenn er droht zu heilen. Ah ja, oder mit den Federn. Okay, ja. Damit er sich nicht heilt, ist klar. Verstehe. Also, soweit muss ich halt erstmal kommen. Vorher muss ich halt immer perfekt parieren.